Yamavea? After Earth, ihr wisst schon, dem neuen Film von meinem Lieblingsregisseur M. Night Shyamalan, aber kann es wirklich sein, dass der Film so schlecht ist, dass es dabei sogar dem Columbia Pictures Logo die Sprache verschlagen hat? Dabei muss ich echt sagen, mein größtes Problem, das ich normal mit Shyamalan-Filmen habe, ist, dass sie einfach unerträglich langweilig sind und eine gefühlte Ewigkeit brauchen, bis sie endlich in die Gänge kommen. Das ist scheinbar bei After Earth nicht der Fall, weil bis Will Smith und sein Sohn abstürzen, dauert es sagenhafte 20 Sekunden. Und nachher beginnt der Film, indem er uns die Backstory quasi erzählt. Und da hatte dann Shyamalan die Wahl zwischen einem etablierten und talentierten Hollywood-Darsteller und dessen Sohn. Falsche Entscheidung getroffen, würde ich damals sagen. So bekommen wir auf möglicherweise nur mäßig überzeugende Art und Weise erzählt, dass Aliens auf die Erde gekommen sind, die die Angst der Menschen riechen konnten. Also die ersten Leute, die gefressen wurden, waren quasi scheinbar diejenigen, die im Kino gesessen sind und sich After Earth angeschaut haben. Dafür muss ich sagen, dauert's nicht lange, M. Night Shyamalan fackelt diesmal wirklich nicht lang herum, bis wir zum ersten Mal ein unfreiwillig komisches Bild sehen. Wir sehen nämlich einen Baum, der mich ein kleines bisschen erinnert an das Poster von The Conjuring, wo einige Leute auf den Ästen aufgespießt sind. Abgesehen davon, dass der Baum mitten im Nirgendwo steht und ich mich irgendwie frage, wie die Aliens in der Gegend so viele Leute hergekommen haben. Außerdem erinnert mich die Szene ein kleines bisschen an The Happening und ich weiß nicht, ob das ein Gedanke ist, den Will Smith gerne in die Köpfe seiner Zuschauer pflanzen hätte sollen. Hey, wisst ihr noch, der Typ, der den Film gemacht hat, hat auch The Happening gemacht. Better start laughing now. Weiß ich nicht. Danach schneiden wir relativ schnell zu einer Trainingsszene und bekommen quasi mit, dass After Earth wieder einer von den Filmen ist, wo wir quasi einen 5 Sekunden Teaser am Anfang sehen. Hey, das Coole wird auch irgendwann einmal passieren. Und dann noch, aber nein, zuerst 20 Minuten Backstory, wie ich das immer hasse. Auf jeden Fall gibt's eine Trainingssequenz, wo Junior quasi an allen anderen vorbeiläuft. Ich könnte sagen, lauf, Jaden, lauf! Er überholt wirklich alle, die rufen ihn quasi nach. Hey, das ist kein Rennen, du brauchst dich nicht so zu beeilen. Ganz ehrlich, das weiß Jaden Smith. Das Einzige, was er nur will, ist so schnell wie möglich von dem Film davon zu laufen. Allerdings, scheinbar waren auch seine Vorgesetzten von seiner Leistung nicht ganz so begeistert. Insert obvious meta-joke here. Und er wird nicht befördert zum nächsten Rang. Das muss er seinem Vater bei einer gemeinsamen Dinner-Szene verraten, wo ich ehrlich gesagt auf die entspannende Erleichterung durch einen Großvater mit Hammer hoffe. Trotzdem nimmt Will Smith seinen Sohn auf einen gemeinsamen Trip mit und langsam aber sicher fällt mir echt auf, dass sich Will Smith in diesem Film bewegt und spricht wie ein Roboter, irgendwie urkomisch. Smith und alle anderen schlafen auf dem Flug, nur sein Sohn geht auf eine Toilette, die wirklich ganz toll gesichert ist mit einem Stoffteil und einem Klettverschluss. Yikes! Dann geht er allerdings weiter und findet eine weitere Tür, die mit was anderem verschlossen ist, das so aussieht wie Bürsten in einer Waschstraße und landet in einem Lagerraum, wo er eine geheime Fracht sieht. Bekommt allerdings dann Probleme mit einigen Militärs, weil die meinen, du bist in einem abgesperrten Bereich. Kurzer Tipp am Rande, wisst ihr, wie ihr dafür sorgen könntet, dass keine Zivilisten in euren abgesperrten Bereich kommen würden? Ihr könntet euren abgesperrten Bereich absperren! Ganz ehrlich, diese Vorhänge sind keine Absicherung. Nicht ein einziges Do Not Enter oder keine Ahnung was. Nein, nein, einfach nur irgendwelche Hawaii-Kettchen angehängt, so Blumenketten nebeneinander und sich gedacht, na, da wird sich schon keiner trauen, nachschauen zu kommen. Wer weiß, was da abgeht. Nein, stattdessen, statt dass sie ihn natürlich gleich wieder rauswerfen und meinen,
kommst du da rein. Nein, lassen Sie ihn quasi noch zu diesem dort liegenden Caillou-Gehirn gehen und moderieren das auf ziemlich furchteinflößende Art und Weise, muss man zugeben. Wir müssen uns vorstellen, der eine Militär steht dann quasi da und sagt, ja, und jetzt gehst du näher und jetzt schaust du dir das an, schau es dir an, schau es dir an. Du gehst einen Schritt weiter zu diesem Teil und dann noch einen Schritt. Wirklich leere Kilometer könnte man dialogtechnisch gar nicht mehr fahren wie der Typ. Und vor allem, weil dann Shyamalan das Ganze noch mit so kreativen, wüsten Kamerawinkeln filmt, dass man wirklich sagen muss, okay, someone's office, man. Aber naja, muss auch sagen, dass dieser komisch redende Militärtyp in Wirklichkeit ein typischer Shyamalan-Stereotyp ist. Mir ist er zum Beispiel in Signs schon relativ komisch aufgefallen. Aber bevor ich jetzt zu gemein über diesen Typen rede, er ist immerhin der Einzige, der irgendetwas anderes in diesen Film bringt, das sich nicht auf Dangeseile reimt. Egal, der Flug hat dann Turbulenzen. Ja gut, mein Kinobesuch hat auch Turbulenzen. Will Smith zischt ins Cockpit, versucht dort zu helfen, muss echt sagen, die Effekte und die Soundkulisse in der Szene ist relativ cool. Nachher allerdings zischt er nach draußen, gibt seinem Junior eine Sauerstoffmaske und ich weiß schon, dass der Film futuristisch sein will, aber ich glaube, dass auch in der Zukunft wir nicht einfach in so kleinen Massen Sauerstoff herstellen können und dass es möglicherweise notwendig ist, dass eine Sauerstoffmaske mit irgendetwas verbunden ist, wo der Sauerstoff wieder rauskommt. Aber lassen wir das, nehmen wir einfach einmal an, wir können wirklich in dieser Zukunft Sauerstoff selbst erzeugen und die Roboter aus Futurama könnten nicht glücklicher sein. Lassen wir das, dann allerdings plötzlich zischt Smith weg, weil quasi lostechnisch das Flugzeug irgendwie ein Loch bekommen hat und es stürzt auf einem unsicheren Planeten ab. Junior allerdings sitzt nach dem Absturz immer noch auf seinem Platz, die Gurte haben den Absturz ausgehalten, er hat auch die Sauerstoffmaske immer noch auf, die ist nicht einmal verrutscht oder übergeben, hat er sie auch nicht müssen, nichts. Dafür allerdings ist während dem Absturz das Bild einfach schwarz geworden. Das Einzige, was mir noch gefehlt hätte, wäre so eine kleine handgeschriebene Notiz über das Schwarzbild, so, sorry Leute, wir hatten einfach leider nicht mehr das Geld, um tatsächlich einen Absturz zu zeigen. Euer M. Night. Wenn ganz ehrlich, waren 130 Millionen Dollar wirklich nicht genügend Kohle, um 90 Minuten lang zu zeigen, wie der Sohn des Produzenten durch einen Wald läuft? Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall, Junior wacht wieder auf, schaut sich natürlich zuerst in dem Flugzeug um, das begleitet von einem sich dauernd wieder schließenden Plastikvorhang, der nerviger nicht sein könnte. Und obwohl Will Smith irgendwie in der vorigen Szene weggesaugt wurde, ist er dann nachher trotzdem noch im Flugzeug, hat sich allerdings beide Beine gebrochen. Blöd, dass sie nicht auf Elysium gelandet sind, dort wäre das Ganze relativ schnell geklärt gewesen. Aber so müssen sie jetzt quasi um Hilfe rufen. Dieser Notfallsender Beacon ist allerdings kaputt und deswegen muss Junior den zweiten suchen, der blöderweise im abgebrochenen Heck von diesem Raumschiff ist. Das checke ich Ihnen jetzt ganz ehrlich gesagt gar nicht, weil diese Technik in der Zukunft ist so modern, dass sie quasi drahtlos die Lebensfunktionen von Jaden Smiths Unterarmpanzerschutzteil mit dem Gerät verbinden können, dass sie ohne irgendeinen WLAN-Hotspot gelegt zu haben, quasi durch seine Augen das Ganze selbst beobachten können. Also, dass Jaden Smith durch den Wald geht und Will Smith alles, was er sieht, auch mit beobachten kann. Und was sie nicht können, ist ein Notfallsignal in diesen Computer einzubauen. Da habt ihr es noch alle? Nicht, dass man vielleicht da machen könnte, Druck, und hat möglicherweise sein Notfallsignal abgesehen, sondern nein! Jaden Smith muss 100 Kilometer durch den Wald laufen, um dieses zweite Notfall-Beacon-Teil zu sammeln. Abgesehen davon, dass ich mir jetzt einmal ausrechnen könnte, wie lange er brauchen würde für einen 100 Kilometer langen Weg, aber lassen wir das. Ich muss es echt sagen, nachdem wir auf diesem Planeten gelandet sind, ist es zumindest noch gut, dass die Verbindung zwischen dem Computer und diesem Beacon so gut ist, dass Will Smith genau weiß, wo der ist. Nicht, dass wir dieselbe Verbindung vielleicht Richtung nach Hause schicken können. Ich meine, gut,
Irgendwie finde ich es auch relativ seltsam, dass er scheinbar dieses Navigationssystem auch automatisch in seinen Sohn laden kann, weil der ja dann quasi die 100 Kilometer laufen muss und sich natürlich auf diese Distanz durch den Wald definitiv kein einziges Mal verlaufen würde. Macht ja nichts, der Planet übrigens, auf dem sie gelandet sind, ist die Erde, weil subtile Umweltbotschaft und M. Night Shyamalan und wir kotzen alle gemeinsam später. Lassen wir das an! Junior muss jetzt quasi alleine über diesen unwirtlichen Planeten laufen, während Smith Senior in Warnen sitzt und clever reden darf. So, nachdem er sich eben leider nicht auf eine Medibank einfach legen kann, kann Smith zwar einige Drohnen ausschicken, die ihm Bilder liefern. Das Einzige, was er natürlich nicht machen kann, ist mit derselben Technik, mit der Drohnen ausgeschickt wurden, einfach diesen Beacon zu sich zu rufen. Weil wäre das nicht irgendwie gescheit, jetzt wo Amazon schon mit Drohnen verschicken kann, dass man einfach diese Drohnen aussenden kann? Retrieve Beacon. Enter. Das wäre echt clever gewesen, aber blöderweise macht es ja nichts. Das Einzige, was man natürlich auch sagen kann, ist, dass in dieser tollen Zukunft die einzige Waffe, die Jaden Smith mit sich führen kann, ein Schwert ist. Ist ja klar, er geht durch den Wald, plötzlich bekommt sein Anzug eine andere Farbe und jetzt erzählt ihm dann sein Vater, dass er sein Anzug ist ja quasi aus Smart Fabric. Der erkennt Bewegungen in der Umgebung und verfärbt sich dann entsprechend. Nicht, dass das ansatzweise eine Information gewesen wäre, die er vielleicht bekommen hätte können, bevor er losgegangen ist, aber macht er nicht, so haben wir ihn quasi noch kurz einer unnötigen Bedrohung ausgesetzt. Und wo wir jetzt gerade bei Smart Fabric sind, in Wirklichkeit besteht dieser Anzug aus Painted Fabric. Ganz ehrlich, schaut in einigen Szenen ganz genau hin, da schaut es wirklich eindeutig so aus, als wären diese ganzen Details auf Jaden Smiths Anzug aufgemalt. Vor allem dann, wenn er weiß ist. Beobachtet das. Naja, gelandet ist Jaden Smith in Wirklichkeit auf dem Planeten der Affen, wird natürlich verfolgt von einigen Affen, läuft davon, Smith sieht dann weiterhin die Live-Übertragung direkt von dessen Augen, da haben wir jetzt schon wieder die nächste Story für SVHS 4. Egal, das Einzige, was ich dann nur im weiteren Verlauf des Films wieder komisch finde, ist, dass Smith teilweise alles weiß und dann wiederum nichts weiß. Auf jeden Fall läuft sein Sohn weiter, bis er vom Vater gebremst wird. Aus! Nein! Du hast deine Verfolger abgeschüttelt und du sollst nicht mehr weiterlaufen! Genau, weil du hast ja nur 100 Kilometer Weg von mir. Wieso versuchst du ansatzweise, die schnell hinter dich zu bringen? Bist du doof? Naja, jetzt bleibt Jaden stehen, bekommt dann plötzlich mit... Oh! Ja, blöd! Ich habe ja einen Riesenegel auf der Hand sitzen, der meine Hand schon so verseucht hat, dass es verdammt wehtun müsste, aber was ich aus irgendeinem komischen Grund gar nicht mitbekommen habe. Auf jeden Fall erklärt ihm sein Vater, wie man das Gegengift zu sich nehmen kann. Allerdings kann er sich heilen, bleibt trotzdem noch ein kleines bisschen paralysiert, also muss am Boden liegen bleiben und ein kleines Nickerchen machen. Er sollte nur hoffen, dass während er dieses Schläfchen einlegt, nicht noch ein Egel vorbeikommt oder 20.000 Zecken und Gelsen und so weiter. Während er weitergeht, muss er dann irgendeine Atmungsflüssigkeit einnehmen. Durch die Verfolgung allerdings sind blöderweise zwei davon zerbrochen, dass man natürlich die Reste nicht zusammenkratzen und auch nehmen kann, ist wiederum eine andere Sache. Er lügt sogar seinen Vater an und meint, nein, ich hab noch vier, ich hab noch alles. Ja, ist eine wirklich tolle Idee, wenn man sein eigenes Gehirn und seinen Partner quasi anlügt. Vor allem hat uns der Film nicht vorher erklären wollen, dass Will Smith alles sieht, was sein Sohn sieht, durch dessen Augen. Müsste dem das nicht auch irgendwie auffallen, dass das nicht stimmt, was er eben gesagt hat, aber ja, egal, es ist ja nur jemand, der dasselbe Interesse hat wie man selbst und naja, auf jeden Fall wichtig, dass die Atmosphäre-Inhalatoren mit der Erde kompatibel sind, weil sonst hätte Jaden wirklich ein großes Problem gehabt. So, dauert es natürlich einfach noch ein paar Szenen. Übrigens, diese Blöcke, die ich da überspringe, sind teilweise wirklich 10 Minuten lang. Nur Jaden Smith geht durch den Wald. Etwas quasi, was die Macher von Blair Witch Project auch geschafft haben. Mit dem einzigen Vorteil, dass M. Night Shyamalan zumindest weiß, wie man eine Kamera auf einem Stativ befestigt. Anyways,
Smith findet dann später natürlich raus, dass sein Sohn zu wenig Inhalatoren hat, beordert ihn zurück zum Flugzeug. Warum? Damit sie dort gemeinsam sterben können oder was? Ich meine, ganz ehrlich, wenn er diese Inhalatoren nicht hat, wenn er diesen Beacon nicht findet, dann werden sie nie gefunden, dann werden sie gemeinsam sterben. Also wäre es nicht in jedem Fall vernünftiger, wenn er versucht, die Mission zu Ende zu bringen, auch wenn es halt ein bisschen gefährlicher wird? Naja, er gibt in seinen Computer was ganz Cleveres ein, und er erfährt quasi, dass er in Wirklichkeit 3,5 Inhalatoren brauchen würde, um zu überleben. Außer er macht einen Skyjump. Dann braucht er nur 2. Was für ein glorreicher Zufall. Und noch dazu ist das scheinbar die einzige Route, die es gibt, die er nehmen kann und das überleben. Natürlich streiten beide, bis dann plötzlich Junior abspringt. Gut, jetzt finden wir dann offensichtlich raus, dass er in seinem quasi Weltraumanzugsteil so Schwimmhäute hat und damit Basejump technisch fliegen kann. Und natürlich, woher Jaden jetzt weiß, was er tun muss, ist wiederum eine ganz andere Frage, weil in Wirklichkeit die Route hat ja nur sein Vater zu Hause auf dem Computer stehen, also in diesem Raumschiff, woher er nach wie vor genau weiß, wo er hingehen muss und woher er dann erfährt, dass man möglicherweise, hey, du könntest da abspringen und dann wäre alles geklärt. Ist wiederum eine andere Frage. Er wacht dann bei einem riesigen Vogel wieder auf. Okay. Und es fällt mir in der Zwischenzeit auf, dass Jaden Smith noch nichts gegessen hat. Ist die Nahrung möglicherweise auch irgendwie in dieser Atemlösung drinnen? Und natürlich kommt in derselben Szene dann ein großes Raubtier. Das braucht er ja aber in Wirklichkeit nur befreien. Und das sagt, oh bitte, bitte, du mich nicht fressen. Das wäre sehr lieb von dir. Gut, oder er wirft es einfach runter, das geht dann auch. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Jaden Smith noch nichts gegessen hat. Und man kann mir nicht einmal sagen, er muss ja gar nichts essen, das ist irgendwie eine essenslose Zukunft. Weil wir hatten ja vorher die Dinner-Szene, wo er seinem Vater verraten musste, dass er nicht befördert wurde. Also irgendwie so eine Nahrungsmittelaufnahme wäre möglicherweise eine Information gewesen, die ansatzweise wichtig ist. Aber gut. Nachdem er es geschafft hat, das Raubtier zu besiegen, bekommt Jaden mit, dass sein Intercom kaputt ist und dass er keinen Kontakt zu seinem Vater mehr hat. Wie er jetzt natürlich herausfinden soll, wie sein Weg weitergeht und vor allem wie er dann zu diesem Schiff zurückfindet, ist eine andere Frage, weil noch einmal 100 Kilometer zu Fuß sind relativ weit. Er nistet sich in einer Höhle mit einer Art fliegenden Schlange ein, da würde ich ganz ehrlich sofort das Weite suchen und mir die nächste Höhle nehmen, kann dort drinnen Feuer machen, nicht irgendwie, dass die zufrierende Erde im Film, die einmal angesprochen wurde, jemals irgendwie ein Thema war, aber macht ja nichts, und malt dann mit seiner ganz besonderen fluoreszierenden Kreide die Credits von Turkish Star, seinen neuen Weg an die Wand, woher er natürlich weiß, wie die Strecke von jetzt, wo er gerade ist, zu dem Beacon weitergeht, ist eine andere Sache, aber ich meine, gut, den Weg, der er zeichnet, ganz ehrlich, ist ein gerader Strich, das kann wohl vermutlich jeder. Dafür, dass er natürlich keine Ahnung mehr hat, wo er ist und wo er in Wirklichkeit hin muss, ist es eine noch intelligentere Sache, dann auf einem Floß einzuschlafen, dass man einfach irgendwo hintreibt, keine Ahnung. Außerdem wird es dann ganz plötzlich kalt auf der Erde. Am Nachmittag, wo es hell ist, ist ja klar. Junior schläft dabei ein, wird allerdings zum Glück weggezerrt. Und zwar, haltet euch wirklich fest, weil das ist Shyamalan technisch ein ganz, ganz wilder Punkt. Er wird weggeschleppt von dem Vogel, den er vorher vor dem Raubtier gerettet hat. Au! Ah, verdammt, das hat genauso wehgetan, das zu sagen, wie ich es am Anfang befürchtet habe. Au! Wirklich, gut. Der Vogel ist jetzt quasi seine Rettung in letzter Sekunde und stirbt dann selber auch nach. Aber wirklich, wenn ihm der Vogel helfen hätte wollen, hätte er dann nicht gleich zu dem Beacon fliegen können. Ich weiß, dann hätten die Herr der Ringe-Fans wieder geschrien, nein, es darf keine riesigen fliegenden Vögel geben. Nein, was das soll, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall dauert es nicht mehr wahnsinnig lange, bis Junior dann tatsächlich bei dem zweiten Teil von dem Flugzeug ankommt, dort den Beacon findet und natürlich, Halleluja, auch einige Inhalatoren. Die 100 Kilometer Fußweg sind wirklich vergangen, wie im Flug, muss man echt sagen. Außerdem findet er auch noch das Alien-Ei aus dem Flugzeug und es sieht irgendwie so ein kleines bisschen aus, als könnte daraus ein Big-Budget-Sequel von Django vs. Zombies
schlüpfen, aber wenn ich mir so den Budgetkonsum von M. Night Shyamalan anschaue, dann glaube ich, hätte der mit 130 Millionen auch nicht einmal den ersten Django vs. Zombies zusammengebracht. Und das muss ich aber zugeben, Shyamalan Django vs. Zombies, das wäre, glaube ich, dann eine wirkliche Katastrophe. Naja, auf jeden Fall kann Jaden jetzt wieder Kontakt zu seinem Vater aufnehmen, aber blöderweise kann er den Beacon nicht absetzen, weil er ist in einem Funkloch. Und die Verbindung ist so schlecht. Hauptsache natürlich vorher, dass sie das Heck von dem Flugzeug auch in diesem Funkloch komplett problemlos orten konnten und alles finden konnten. Das Einzige nur, was ist, der Beacon funktioniert nicht. Deswegen muss Jaden Smith einen Vulkan hinaufrennen. Positiver Aspekt, er kann da drinnen nicht mehr erfrieren. Die Chance ist da herzlich gering, also braucht er gar nicht mehr auf seinen gefiederten Freund hoffen. Dafür allerdings hat ihn der Ursa gefunden und blöderweise ist das einer der wichtigsten Punkte des Films, die ich bis jetzt noch nie erwähnt habe, weil er bis jetzt noch nicht wahnsinnig wichtig war. Der Ursa, oder quasi die Ursache alles Bösen, ist wahrscheinlich dieses Teil, was aus dem Alien-Ei geschlüpft ist, ist eine Art Killermaschine, die jetzt dann scheinbar dazu führen möchte, dass Jaden Smith den Mageninhalt dieses Ursa näher kennenlernt. Auf jeden Fall muss er jetzt natürlich, während er den Beacon aktivieren kann, noch irgendwie kämpfen. Er fällt in irgendein Wasserreservoir rein, was natürlich in einem Vulkan nicht ansatzweise kocht oder wehtut oder zumindest warm ist, keine Ahnung. Er klettert nach oben, der Ursa beißt ihm in das Bein. Nicht natürlich, dass das Bein abgebissen wäre oder dass er irgendwie anders verletzt wird oder sogar hinken müsste danach. Nein, nein, das ist gar kein Problem. Er kann seine ganz besondere Stabwaffe einfach dazu verwenden, um hinauszuklettern. Dort kümmert er sich natürlich sofort um den Beacon und quasi nicht, wenn er aus dem Loch gekrochen ist, dass er sein Schwert nimmt und dann schaut. Ah, Ursi, 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 Bang! Und damit quasi die Gefahr gebannt hat. Nein, er läuft weiter mit seinem Beacon und es ist wirklich unglaublich, ihr müsst euch wirklich vorstellen, Zukunftsszenario. Wir können intergalaktisch auf fremde Planeten fliegen und so weiter. Und dann muss Jaden Smith auf diesem Vulkan stehen, weil dort unten ein Funkloch ist, und den Beacon so halten. Ha. Habe ich hier Empfang? Nein! Oh, das muss ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr mit meinem Handy. Wie kann es sein, dass das möglich ist? Kein Empfang mit dem Notrufsignal. Clevere Idee, M. Night. Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall muss ich zugeben, der Kampf gegen den Ursa ist jetzt irgendwie nicht wahnsinnig schlecht, aber spannend ist er auch wieder nicht, weil der Kampf einerseits 100% vorhersehbar ist und außerdem Shyamalan meiner Meinung nach es einfach nicht kann, einen Kampf überraschend und dynamisch zu gestalten, sodass man dabei wirklich mitfiebert, geschweige denn, dass die Special Effects ansatzweise wirklich irgendwie überzeugend wären. Auf jeden Fall kann Junior jetzt den Beacon absetzen, steht dann natürlich eine Sekunde später schon das komplette Rettungsteam bei seinem Vater, der dann bei der Wiedervereinigung zwischen den beiden Smiths aufsteht, trotz zwei gebrochener Beine. Das hätte ich gern, dass mir das einmal wer vorzeigt. Und ganz ehrlich, der einzige coole Spruch, den ich in dem ganzen Film gehört habe, ist, dass jetzt nur dann Junior zu seinem Vater sagt, ich will mit meiner Mama arbeiten. Und Will Smith dann meint, ja, das würde ich eigentlich auch wollen. Aber ist ja kein Problem, weil er hat ja eh am Anfang des Films schon gemeint, dass er sich ganz gerne zurückziehen möchte aus dem Militär. Bevor wir jetzt das Review abschließen zu After Earth, möchte ich noch ein paar Details von den Credits des Films verlesen. Story, Will Smith. Produziert von Jada Pinkett Smith und Will Smith. Drehbuch von M. Night Shyamalan, Regie von M. Night Shyamalan. Ganz ehrlich, Will Smith, konntest du niemand anderen finden für diesen Film? Und ganz ehrlich, konntest du keine andere Story finden, wenn man ganz ehrlich, so wahnsinnig super ist es jetzt nicht. Außerdem könnte man fast meinen, war das ein Geburtstagsgeschenk für deinen Sohn quasi. Du bekommst die Hauptrolle in einem Film, bitteschön. Da hätte ich mir allerdings an seiner Stelle lieber, weiß ich nicht, Karate Kid 2 gewünscht, weil der Film wäre definitiv besser gewesen und er hätte vor allem Jackie Chan dabei gehabt. Und ganz ehrlich, wenn wir M. Night Shyamalan gegen Jackie Chan tauschen, nehm ich. Wobei gut, wenn wir philosophisch enden wollen, Tür A, M. Night Shyamalan, Tür B, Adam Sandler.
Ich eröffne die Kommentare. Bin sehr gespannt, wofür ihr euch entscheiden würdet. M. Night Shyamalans After Earth ist einer der langweiligsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Und ich weiß, ich habe in der Vergangenheit schon oft Negatives über Shyamalan als Regisseur gesagt und möchte trotzdem klarstellen, ich habe nichts gegen ihn persönlich. Ich habe einfach nur etwas gegen langweilige, einschläfernde, vorhersehbare Filme. Und da fällt After Earth leider genau drunter. Was mich ganz besonders bei dem Film enttäuscht hat, ist dafür, dass der Film eine Art Smith-Familienprojekt ist und die Story grundsätzlich auch von Will Smith ist und er den Film produziert hat, finde ich einerseits, dass Jaden Smith deutlich schlechter ist als in Karate Kid und außerdem finde ich auch, dass Will Smith selbst in dem Film alles andere als gut spielt. Fast schon, als wäre das ein weiteres Shyamalan-Trademark, dass er nicht einmal aus guten Schauspielern eine ansatzweise brauchbare Leistung rausholen kann. Was mich ebenfalls fasziniert, ist, wie dieser Film, der in Wirklichkeit 90 Minuten lang zeigt, wie Jaden Smith durch den Wald läuft, 130 Millionen Dollar gekostet haben kann. Vor allem, weil dann die auftauchenden Special Effects, vor allem die des Monsters gegen Ende, alles andere als gut sind, so ist das Einzige, was man bei After Earth in Wirklichkeit bekommt, ein einschläferndes Werk mit unerträglich unsubtiler Umweltbotschaft, das meiner Meinung nach weder als Science-Fiction-Film noch als Thriller noch sonst irgendwie funktioniert und das ich einfach niemandem empfehlen kann. Ganz ehrlich, liebe Familie Smith, ich freue mich, wenn ihr gemeinsame Projekte plant und euch gegenseitig unterstützen wollt, aber ganz ehrlich, könnt ihr eure Home-Videos dann vielleicht auch einfach zu Hause lassen und das internationale Kinopublikum davon verschonen? Das wäre wirklich sehr, sehr nett.